und willkommen bei Elektrofahrrad24. In diesem Video unboxen wir mal das neue Bosch Nyon 2021 Umrüstset und erklären euch Schritt für Schritt, wie ihr dieses anstelle eines Intuvia Displays einbaut. Holen wir das Ganze erst einmal aus der Verpackung. In dem Set sind alle Teile enthalten, die ihr für einen Umbau benötigt. Wir packen schnell die Einzelteile aus. Das Set enthält natürlich das schicke und neue Nyon Display für das Jahr 2021. Eine neue Bedieneinheit, den Displayhalter, eine Halteplatte, welche mit dem Displayhalter verschraubt wird und natürlich eine Lenkerhalterung für den Lenker inklusive aller Schrauben für die Anbauteile. Ein neues Verbindungskabel zwischen dem Motor des E-Bikes und dem Nyon ist auch mit dabei. Zu guter Letzt sind in dem Set auch viele Distanzgummis für alle Lenker mit einem Durchmesser von 22,2, 25,4 und 31,8 mm enthalten. Für den Umbau benötigt ihr einen 2,5er, 3er und 1,8er Innensechskantschlüssel, einen 10er, 25er und 40er Torx, einen Drehmomentschlüssel für bis zu 25 Newtonmeter, einen Kurbelabzieher, einen Verschlussringabzieher und eine 1,5 Zoll Ratsche. Falls euch noch etwas für euren Umbau fehlt, schaut mal bei uns im Shop vorbei. Dort bieten wir eine große Auswahl an günstigen Fahrradspezialwerkzeugen und viel mehr. Alle Links zu den Spezialwerkzeugen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Hier haben wir ein E-Bike mit Intuvia-Display der zweiten Generation und der alten Bedieneinheit. Diese könnt ihr zuallererst mit einem 2,5er Innensechskant abschrauben. Löst danach alle vier Schrauben an der Halterung des Intuvia-Displays und nehmt dieses ab. Jetzt müsst ihr das neue Motorverbindungskabel für das Nyon verlegen. Aus arbeitsschutztechnischen Gründen entfernt nun den Akku eures E-Bikes und löst wie in diesem Fall mit einem 25er Torx die Schrauben der Motorabdeckung und entfernt diese. Für die weitere Demontage löst mit einer 8er Innensechskant die Schraube eurer Kurbel auf der Seite des Kettenblatts. Jetzt benötigt ihr den Kurbelabzieher, mit dem ihr wie im Video gezeigt den Kurbelarm herausschrauben könnt. Auf dem Kettenblatt befindet sich eine Kennung für die Montage und Demontage. Mit einem Verschlussringabzieher und einer handelsüblichen 1,5 Zoll Ratsche lösen wir nun mit einer kräftigen Drehung in Richtung Uhrzeigersinn den Verschlussring und entfernen das Kettenblatt. Jetzt liegt der Motor endlich frei. Mit einem 40er Torx werden nun alle Schrauben am Motor erst gelockert und anschließend gelöst. Achtung, dabei gut darauf achten, dass der Motor nicht herunterfällt. Damit ihr den Motor nicht die ganze Zeit festhalten müsst, könnt ihr diesen einfach wie im Video zu sehen vorsichtig mit einer Schraube am Rahmen fixieren.
löst nun den Stecker des alten Kabels aus dem Motor heraus und lockert mit einem 25er Torx die Halteplatte für die Kabelführung an der Innenseite des Rahmens. Jetzt könnt ihr das alte Motorkabel entfernen. Führt nun die Kabeltülle des alten Motorkabels über das neue Motorkabel und zieht dieses anschließend durch den Rahmen und die Halteplatte bis zum Motor. Stecker rein und erst einmal so lassen. Mit einem 2,5er Innensechskant nun die neue Bedieneinheit am Lenker montieren. Sucht jetzt die passenden Distanzgummis für eure Lenker heraus und steckt diese, wie im Video zu sehen, in die Schellen und den Displayhalter. Setzt nun den Displayhalter mit der nach unten abgeschrägten Seite auf euren Lenker und befestigt diesen mit Hilfe der Schellen und vier 2,5er Innensechskantschrauben halb fest am Lenker. Befestigt nun mit Hilfe des 10er Torx und zweier Schrauben die Kabel an der Halteplatte. Die vier mitgelieferten Senkkopfschrauben dienen zur Befestigung der Halteplatte am Display und werden ebenso mit einem 10er Torx verschraubt. Jetzt noch das Nyon draufsetzen, ausrichten und alle Funktionen überprüfen. Zu guter Letzt werden die vier Schrauben an der Lenkerhalterung handfest verschraubt. Wenn alles funktioniert, könnt ihr nun mit der Montage des Motors beginnen. Dazu erst einmal alle Gewinde der Halteschrauben für den Motor schön einfetten. Anschließend könnt ihr diese wieder verschrauben. Passt dabei allerdings auf, keine Kabel einzuklemmen. Zur Sicherheit alle Motorschrauben mit einem Drehmomentschlüssel auf 20 Newtonmeter anziehen. Gute Drehmomentschlüssel für den Fahrradbereich gibt es auch bei uns im Shop. Jetzt noch die Motorabdeckung mit einem 25er Torx anschrauben.
Das Kettenblatt kann nun wieder mit Hilfe des Verschlussrings montiert werden. Steckt dafür das Kettenblatt auf die Achse und vergesst bitte den O-Ring nicht. Zum Festziehen des Kettenblatts den Verschlussring gegen den Uhrzeigersinn drehen. Auch hier noch einmal mit Hilfe des Drehmomentschlüssels den Verschlussring mit 25 Newtonmeter festziehen. Zu guter Letzt den Kurbelarm wieder mit einer 8er Innensechskant fest anziehen und die Kette über das Kettenblatt führen. Fertig! Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über ein Like freuen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Videos von uns verpasst. Vielen Dank fürs Anschauen und bis bald, dein Elektrofahrrad24-Team.